Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof, Leben auf dem Bauernhof. Hier auf der Weichen 2K19. Ja, es ist morgen. Der Händler ist auch mal wieder am Start, glaube ich. Oder hoffe ich. Ah ja. Moin! 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 Ja. Van Bergen. Van Bergen? Van Burgen? Van Burgen! Ah, tut mir leid. Hallo Herr Hochrader. Hallo. Was wollte ich denn gestern? Vergessen, was ich wollte. Ich bräuchte Wasser, wo kriege ich... Achso, nee, das haben Sie mir gesagt, gell, wo ich Wasser kriege, Herr Van Burgen. Ja. Irgendwo da hinten. Und dann wollte ich noch irgendwas, ich weiß aber nicht mehr was. Eine Kettensäge. Ah, ja. Nee, eine Kettensäge habe ich gefunden auf dem Hof. Ah. Jo, nee, dann mache ich mich mal vom Acker, ne? Bis dann mal. Tschüss. Jo. Ciao. Ei. Hab ich, aber ich habe noch kein Wasser drin, glaube ich, oder? Nee, jetzt muss ich mal überlegen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich das Wasser herkriege. Oh. Mein Lenkrad will noch nicht. Herr Hochrater. Ja. Irgendwie wollte mein Lenkrad nicht. Das hat irgendwie geklemmt. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, das kann man doch nicht so witzig finden. Doch, schon. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich probiere nochmal. Ja. Oh, geh weg. Nicht, dass das Schild gleich auf dir liegt. Ja, der Reis hat Schild aus dem Boden. Warum geht denn das nicht? Oh, am Schild. Ja, Pass bloß auf meine Anhänger auf. Ja, ich probier's. Ja. Passt es so, Herr Hochrad, oder? Ja, das passt schon. Bisschen ja, Klebeband drauf. War ja nicht mehr so neu, ne? Ja, Panzertape reicht. Ein weißes habe ich sogar noch zu Hause. Wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei, holen Sie sich ab. Herr Van Bergen, Burgen. Wo ging das nochmal lang zur Wasserstelle? Komm, ich zeig's Ihnen. Sie sind aber flott unterwegs. Wissen Sie, das geht so über die Seite. Sie müssen so ein Bocksprung machen. Hoppa. Okay, so ist ja nicht mehr die Jüngste. Oh, noch Dauerlauf am Morgen, ey. Bin da. Wer noch? Laufen. Ja, toll. Wenn man hier umsonst Sport. Wie lang ging's? Hier. Ah. Probieren Sie mal hier. Okay, ich probier's mal. Gut. Oh. Sie sind auch sportlich, ha? Huh? Ja klar, ich muss meinen Bäcker holen. Ach so. Ohne Schaden weiterfahren kann.
Perfekt. Ich glaube, das ist der zweite Anlauf, den wir hier brauchen. So, dann probiere ich mal das Fässchen hier an. Kann er den überhaupt vorne dran machen? Ja, eigentlich schon. Okay. Hä? Nee, geht doch nicht. Och, Mist. So, jetzt aber. Och, nö. Muss ich den gerade mal anrufen hier? Bitte. Ja? Hallo, Herr von Burgen. Ja. Sie, ich habe hier wieder ein Problem. Ach, Tisch, komm. Die Deichsel passt wieder nicht an den Traktor. So, ist er drin. Nein. Wie nein? Immer rein. Ach so. Ja. Ah. Jetzt. Interessant. Warum ist denn das so? Oh, keine Ahnung. Man muss drin so einen Hebel ziehen. Ach so. Ich krieg dir nachher den Berg wieder hoch, wenn das Fass voll ist. Ups. Sind Sie sicher, dass es hier ist? Müsste. Müsste. Wusste ich nicht wo. Oh oh, der rutscht. Oh oh. Oh oh. Irgendwie die Handbremse will nicht. Ah, interessant. Die Handbremse hebt nicht. Fahren Sie nicht so weit rein. Achtung! Mal woanders hin. Wo könnten wir es denn noch probieren? Ich sehe da noch so einen Fluss. Ja, hier nebenan. Hier nebenan. Fahren Sie mir mal nach. Hallo. Fahren Sie mal. Oh, mal ein bisschen Luft reinlassen hier. Ist aber kein Weg. Wollen Sie wenden? Ja. Also, dann mache ich mal hier ein bisschen Platz. Hey. Häng an den Hänger gleich. Nee, den hole ich nachher. Gut. Wasser gibt.
nicht schneller davon. Nicht immer schneller wie der und der kommt nicht vom Fleck. Es muss dazu gesagt werden, wir testen hier vorher nicht rum, sondern wir spielen einfach. Wir gucken einfach, ob es passt. Ich glaube, wir sind falsch gefahren. Van Bergen? Van Burken? Ja, komm nach! Ich glaube, wir sind falsch. Glaube ich dem mal. Ah, da hinten rechts ist er, glaube ich. Wenn der mich jetzt wieder zu so einem falschen Ort schickt, dann ich bin ich böse, ey. Mich hier in die Pampa. Ich glaube, das ist falsch. Sag doch was, wenn du anhältst. Mensch, Van Burken, hast du keine Rückspiegel. Das sieht mir aber auch nicht so richtig aus. Van Burken? Herr Van Burken? Ja. Sind Sie sicher? Nee. Na toll. Ich verschwende hier meinen Diesel und Sie? Ja, ich auch. Tja, Sie haben aber mehr Geld wie ich. Egal, ich fahr mal weiter. Jo. Tag noch. Oh, ebenso. Oh Gott, ey, wo gibt's hier Wasser? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht auf der anderen Seite von diesem See. Probieren mal. Ist hier lang oder geradeaus? Ich hab's schon wieder vergessen. Nach rechts. Ich dachte, der hätte Ahnung mehr. Der ist schon so alt, muss man eigentlich wissen, wo was ist. Ich glaube halt irgendwie, dass es hier auch nicht ist. Hatte ich ein Wasserfass am Hof? Ich glaube nicht. Geht nicht, ey. Ich verzweifle hier noch. Schon keine Ahnung, wo das Teil ist.
Hof und guck mal, ob da irgendwas ist. Den anderen Anhänger, den kann ich. Ist aber auch nicht ohne. Erstmal gucken, wo es lang geht. Ist die Tankstelle? Ich ja gar nicht runtergefahren. Vielleicht da drüben an der Seite. Ich will das Fass halt auch nicht versenken. Und steckt mir der Van Burgen auf den Deckel, ey. Stelle hier und dann, wenn da irgendwas ist. Ja, Sackgasse ist hier. Ach Mensch. Okay, kein Wasser. Müssen wir irgendwie anders klären. Keine Ahnung, wo es hier Wasser gibt. Da steht auch nirgends ein Wassertank hier rum. Ikram und Billy sind auch noch auf der Weide. Da steht Billy rum. Ich stelle das Wasser jetzt einfach mal hier rein und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann Wasser finden. So, aber nicht. Gut, liebe Leute, das war's aber von der heutigen Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, nein, bis Samstag. Tschüss.